Hallo Leute, heute gibt es mal so ein Teil 2. Ich habe schon mal ein Video gemacht, gerade jetzt erst vor 2 Tagen. Da ging es um eine stehende Dose, die zu durchschießen mit einer 8 mm Stahlkugel. Das hat alles ein bisschen so einen Hintergrund, weil ein YouTube-Kollege das auch mal probiert hat. Mit Leuchtspurmunition und die aber eigentlich eine Stahlkugel ist, aber eben nur mit Leuchtspurmaterial umhüllt ist. Aber eigentlich ist es eine 8 mm Stahlkugel. Und der hat es mal probiert auf einer stehenden Dose und ja, das war halt nicht so einfach, sagen wir es mal so. Und der hat halt dazu aufgerufen, dass andere das vielleicht auch mal probieren sollen. Gut, ich will jetzt das Video nicht so lange machen, deshalb fasse ich mich kurz, also Teil 2. Ich habe es dann auch mal probiert, das hat dann fast geklappt. Die Sache hat dann schon anders ausgesehen wie bei dem Kollegen, aber es ging dann auch nicht ganz durch. Hat noch ein bisschen gefehlt und ich probiere es einfach jetzt nochmal. Ich zeige euch mal die Dose. Dazu muss ich ganz kurz was sagen, ich habe die gestern schon mal benutzt für Experimente. Ich muss da immer was ausprobieren. Jetzt zeige ich mal die Dallen, ja. Ja, warum zeige ich euch das? Dass ihr seht, dass die seitlich nur dieses eine Loch hatten. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich will hier irgendwelche... Will jemand täuschen oder so irgendwas, gell? Also schaut mal genau hin. Die hat ringsrum, ich drehe die mal, hier oben nur ein Loch, das ist gebohrt, das ist nicht geschossen. Weil da habe ich eine Schnur durchgemacht, und dass ich sie aufhängen kann und... Und die hatte zeitlich gar nichts, ne? Außer das eine gebohrte Loch und hier im Deckel, aber um den Deckel geht es ja nicht. So, also ihr habt es gesehen, nur ein gebohrtes Loch oben, sonst hat die nichts seitlich. Dass es hier also ganz akkurat zugeht, hier wird niemand getäuscht oder so, weil also es ist wirklich ist alles ganz, ganz echt. Deshalb zeige ich das dann auch. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen näher herzuholen. Alles ein bisschen mit der Technik da. So. Stelle ich es halt noch ein bisschen darüber. Vielleicht geht es dann besser. So. Ja, also Teil 2 ist das jetzt. Ich habe es letztes Mal fast geschafft. Ich bin halt ein bisschen ehrgeizig. Ich hätte gern noch mal eine Chance. Mit diesem Gerät probiere ich es. Oh, da seht ihr das. Ich lege sie mal kurz dahin. Ist die mit drauf? Jetzt ist sie mit drauf. So, okay. Ich probiere es jetzt noch einmal aus. 8 mm Stahlkugel. Ja, ich will noch mal eine Chance haben. Unbedingt. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann... Also wie schon gesagt, ich bin ja jetzt letztes Mal ganz... Es war ja ganz okay jetzt. Ich bin ja fast durchgekommen. Am besten schaut euch vielleicht mal das andere Video an. Ich probiere es einfach mal aus, okay? Und mal gucken, ob ich diesmal... Also das ganz kleine etwas, was noch gefehlt hat letztes Mal... ob ich es diesmal hinkriege, dass es ganz durchgeht, nicht nur zu 99%, sondern zu 100%. Ja, okay, ich lege jetzt mal los. Ja, das könnte geklappt haben. Oh ja. Jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe, das Video. Geklappt. Ist durch. Voll durch. Okay. Also ich krieg's hin. Ich krieg eine stehende Dose durch mit 8 mm. Ne, da ist das Loch und da ist das gebohrte Loch da oben. Sieht ja ganz anders aus wie das. Ne? Seht ihr ja. Jetzt sieht man es glaube ich gut. Ne? Voll durch. Vielleicht mal reinschauen. Hier. Sieht man es auch nochmal.
Die ist richtig rein. So. Die anderen Löcher da oben, die haben jetzt da mit der Sache nichts zu tun. Das habe ich ja schon erklärt. Da habe ich gestern mal was ausprobiert. Ich glaube, jetzt kann man es gut sehen. Ja, hat also geklappt. Dieses Mal habe ich es ganz hingekriegt. Nicht nur fast, sondern ganz. Okay. Stehende Dose mit 8 mm Stahlkugeln. Ganz wichtig, Leute, dass die Dose steht und nicht wo angelehnt ist. Weil eine freie Betonung auf freistehende Dose, die durchzuschießen, ist schwerer. Weil sie, wenn sie nirgendwo angelehnt ist, dann kann die Energie nach hinten weg. Also eine freistehende Dose ist relativ schwer zum Durchschießen. Mit 8 mm eigentlich sowieso, weil ich meine ein bisschen wenig Gewicht haben. Ne? Das spielt ja auch eine Rolle. Also zu schwer macht die Kugel dann manchmal auch wieder ein bisschen langsamer, ist dann auch nicht gut. Aber ich glaube, der mittlere Weg dürfte vielleicht bei 12 mm liegen. Also es kommt immer auch aufs Gummi an, auf die Bänder an natürlich. Das ist auch logisch. Ne? Die Bänder und die Kugel und das Kugelgewicht und alles muss irgendwie zusammenpassen. Ich meine, dass bei 8 mm, dass die halt generell halt ein bisschen leicht sind. Okay, Leute, ihr seht das Loch gut. Ich habe es hingekriegt. Ihr könnt es auch mal probieren, würde mich total interessieren, wie weit ihr kommt, wie erfolgreich ihr damit seid. Ja, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.